herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind im Monat September und bei der Liebe. Wir wollen uns anschauen, was für jedes Sternzeichen in diesem Monat so möglich ist. Und ich erkläre mal die Karten. Wir haben das Botticelli-Tarot. Das ist von Golden Botticelli-Tarot von Athanas Alexandrov Atanasov. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dann haben wir das Tarot der of Sexual Magic von Lara Tuan und gezeichnet von Mauro De Luca. Wir haben die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen in Sachen Liebe für dieses Mal. Wir haben für die einzelnen Neigungen der möglichen Partner haben wir das Arcanum Tarot und das Dilemma Tarot. Beide sind von Renata Leckner. Dann nehme ich natürlich meine eigenen Karten dazu, die ganz einfach gemacht wurden. Wenn du Interesse hast, die Karten sind auf www.ella-tausko.de hinterlegt. Und wir schauen uns jetzt an, was auch so ein bisschen astrologisch machbar ist, wo die besten Tage liegen für Beziehungen. Bis gleich. Ja, im Allgemeinen sieht es im September so aus, dass man sich natürlich über die Dinge unterhalten sollte, über Dinge sprechen sollte, die vielleicht geklärt werden müssen oder die irgendwie nicht wirklich ausgesprochen wurden. Also man sollte für Klarheit sorgen, gerade so um den 4. September herum. Und wenn man diese Dinge klärt, braucht man natürlich Geduld, bis sich diese entwickeln können. Wenn man alte Gewohnheiten hat, können die schwer abgelegt werden, das kennt man ja. Aber man sollte sich darum bemühen und man sollte miteinander immer kommunizieren in Partnerschaften, einfach aus dem Grund, weil man immer schauen muss, sind wir auf dem gleichen Stand, wollen wir das Gleiche, sind wir uns noch einig oder hat jeder andere Vorstellungen, und dann sollte man natürlich einen Kompromiss finden, und das geht natürlich nur durch Kommunikation. Das ist schwierig manchmal in Partnerschaften, weil sich auch oft Dinge unter der Oberfläche angesammelt haben, wenn man sich geärgert hat und nichts gesagt hat zum Beispiel. Man sollte da von Zeit zu Zeit immer mal wieder so einen Punkt finden, wo man miteinander die Fronten klärt oder wo man eben Dinge anspricht. Natürlich vielleicht, je nachdem wie viel das ist, nicht an einem Tag, aber es ist wirklich wichtig, an Beziehungen auch immer zu arbeiten und wirklich auch zu schauen, wie ist der Stand der Dinge. Ab und zu sollte man das mal tun, wenn man das Bedürfnis danach hat. Da hilft wieder die Intuition, das Navigationssystem, das jeder mitbekommen hat, zu sagen, du, wir müssen mal reden. Wir müssen mal schauen, wo wir stehen. Ich weiß, Männer mögen das nicht so gerne, aber auch Männer brauchen Klärung, müssen wissen, wo sie stehen. Und dazu ist ein Gespräch immer sehr hilfreich. Das ist das insgesamt für den September, was ich astrologisch mitteilen kann. Wir schauen uns jetzt an, was in der Liebe für jeden Einzelnen in den Karten drin ist. Ich wünsche euch hoffentlich eine schöne Legung und dann sehen wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen, mein lieber Zwilling, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind im September und bei der Liebe. Denkt dran, dass es eine allgemeine Legung kann und wird nicht immer für jeden passen. Das ist auch in den anderen Legungen so. Es soll dir einfach so einen Überblick über die Energien, die da sind, verschaffen und vielleicht auch dich auf Ideen bringen oder dir ein Stück weit helfen bei Entscheidungen oder was man beachten sollte. Das Erste, was wir uns anschauen, ist das Thema in Sachen Liebe für den Monat September für dich. Und da haben wir die 7 der Münzen. Geduld. Du brauchst Geduld mit dir vielleicht und Geduld mit deinem Gegenüber. Deine Energie sind die Liebenden. Eine Entscheidung in Liebe. Sehr schön. Das heißt, es geht für dich auch im September um Liebe. Bei deinem Gegenüber haben wir die Herrscherin. Sehr schön. Das ist Fruchtbarkeit. Das ist die Dinge wachsen. Das heißt, sich darum kümmern, dass die Dinge eben entsprechend gepflegt und gehegt werden. Das ist dein Gegenüber, das ist sehr, sehr schön. Wie ihr harmoniert? 9 der Kelche, Wunscherfüllung, das ist doch sehr schön. Also ihr, ich sag mal, passt gut zusammen oder fühlt euch sehr wohl zusammen. Worauf du achten solltest, ist die 8 der Münzen. Das bedeutet, eine Beziehung ist auch immer ein Stück weit Arbeit. Und wie wir also astrologisch gehört haben, ist es wichtig, das Gespräch zu suchen, sich immer wieder so ein bisschen darüber zu vergewissern,
Ja, wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Haben wir noch die gleichen Dinge auf dem Schirm oder tendieren wir so ein bisschen oder driften wir auseinander? Das sind halt wichtige Dinge. Das muss man nicht alle 4 Wochen machen. Das macht man, wenn man das Gefühl hat, wir sollten mal wieder über Dinge sprechen. Der Ratschlag ist der Hierophant, eine enge Beziehung. Also die Bindung vertiefen. Das ist mit der Herrscherin sehr gut, mit den Liebenden und mit der Geduld natürlich auch. Man kann das nicht forcieren, jede Beziehung, jeder Mensch, das braucht seine Zeit. Der Ausgang sind die Sterne oder der Stern. Wassermann-Energie, aber eben auch Heilung, aber auch nach den Sternen greifen. Das heißt, es sieht in der Liebe im September sehr, sehr gut aus, wenn du da dran denkst, eben an dieser Beziehung auch zeitweilig mal zu arbeiten. Also, wenn du das Bedürfnis hast, deine Intuition leitet dich dahin. Wenn du das Bedürfnis hast, über etwas zu sprechen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Man muss natürlich den richtigen Zeitpunkt abpassen und ob der andere auch bereit ist. Schauen wir uns mal an. Geduld. Wir haben die 9 der Stäbe. Man gibt nicht auf, man bleibt bei der Stange sozusagen. Man will die Dinge fruchtbar machen, dass es wächst und gedeiht. Das ist auch sehr schön. Aber die 9 der Stäbe ist auch die Karte des Burnouts. Also nicht übertreiben, ja, nicht forcieren, dass man das unbedingt so oder so haben will, sondern die Dinge sich auf natürlichem Wege entwickeln lassen und sich auch selbst nicht verausgaben. Das gilt für beide Seiten. Die Liebenden. Da haben wir die Transformation. Und die Transformation muss nichts Schlechtes sein. Das kann einfach bedeuten, dass die Liebe auf den nächsten Level geht. Veränderung, ja? Was ist bei der Herrscherin? Da haben wir die 7 der Schwerter. Oh. Da ist etwas, was dein Gegenüber für sich behält. Und das muss auch nichts Negatives sein. Ich habe zwar OO gesagt, weil es die Diebstahlkarte ist, aber die 7 der Schwerter ist auch manchmal Dinge, die man nicht unbedingt erzählen möchte. Ist was schiefgelaufen oder man hat einen Rüffel gekriegt und damit geht man nicht um die Häuser und erzählt das jedem und schon gar nicht dem Partner, weil man möchte ja auch, dass der einen mag und hoch ansieht, Respekt hat. Wir schauen uns das mal weiter an. Wir haben die 9 der Kelche, wir haben harmoniert und wir haben Fairness. Das ist wichtig. Fairness ist immer gut, dass man ausgewogen ist, dass keiner das Sagen hat, sondern jeder darf seine Karriere machen, jeder darf seinen Hobbys nachgehen. Es ist einfach, man akzeptiert das Gegenüber so, wie es ist und versucht es nicht nach den eigenen Vorstellungen zu formen. Die 8 der Münzen ist ein Stück weit Arbeit. Das habe ich ja schon gesagt, dass man an den Beziehungen arbeitet. Aber wir haben hier den Teufel und das ist die Übertreibung und das geht konform mit den 9 der Stäbe. Das kann bedeuten, dass einer von beiden vielleicht zu viel investiert und nicht darauf achtet, dass das bei dem Gegenüber genauso ist, also dass es ausgewogen ist. Da musst du natürlich einen Blick für haben, lieber Zwilling, ja, dass du nicht jetzt, ich sag mal, der Part bist, der ja, ich sag mal, alles tut, sich um alles kümmert, ja. Umgekehrt natürlich genauso. Es kann ja auch sein, dass dein Gegenüber dich vergöttert, dich auf Händen trägt und da ein bisschen übertreibt. Auch darüber muss man natürlich sprechen. Wir haben den Hierophanten und wir haben den Ritter der Schwerter. Das ist übereilt. Also das wäre zum Beispiel ein übereilter Heiratsantrag oder übereilt zusammenziehen, obwohl man sich noch gar nicht so gut kennt. Ja? Und hier haben wir ja auch die Veränderung. Das kann natürlich auch eine Veränderung in mangelndem Gefühl sein bei dir. Ja, wenn dem so ist, das solltest du überprüfen. Wir haben aber die Heilung, den Stern und wir haben die Königin der Schwerter, auch deine Energie, mein lieber Zwilling. Das bedeutet, du bist authentisch. Du bist ehrlich zu dir selbst und zu anderen. Ja, wir wollen uns das natürlich noch ein bisschen genauer anschauen, was wir da haben. Ja, wir wollen schauen, wie du in diesem Monat so energetisch unterwegs bist in Sachen Gefühl, Liebe und so weiter. Und da wollen wir mal sehen, was wir da von deiner Seite haben. Wie ist deine Energie? Wir haben das Gericht. Das bedeutet, du beurteilst die Dinge, wie sie sind, realistisch. Du bist ja auch Luftenergie oder Schwertenergie und bist da sehr realistisch und kannst das gut einschätzen. Selbstverständlich. Du solltest auch wirklich tiefer gehen, was deine Gefühle betrifft, ja? Also nicht so oberflächlich damit umgehen, sondern wirklich auch dich mal einen Moment hinsetzen, tief einatmen und sich in dich hineinspüren, wie du für den anderen so empfindest. Wir schauen mal, wie das bei dem anderen aussieht oder der anderen, ja?
So, was haben wir da für Energien? Wir haben zwei der Münzen. Das ist so ein bisschen Unentschlossenheit, abwägen, ob das vielleicht auch wirklich fair miteinander so läuft, ob das sicher, stabil ist und so. Okay, das heißt, es gilt ganz bestimmt klärende Gespräche zu führen, schon gar nicht, schon erst recht mit der Königin der Schwerter. Was sind deine Gedanken? König der Schwerter, da ist es. Klärung. Wirklich auch gerade heraussagen, was Sache ist. Bei deinem Gegenüber, Königin der Stäbe, Feuerenergie, Leidenschaft, Fairness, Optimismus. Ja? Mit dem König der Schwerter musst du natürlich als Schwertzeichen auch aufpassen, dass du eben ein bisschen gefühlvoll vorgehst, gerade wenn es um Beziehungen geht. Ja? Jemandem sowas von Latz zu knallen, ist nicht gerade nett, wenn du vielleicht nicht mehr so empfindest. Kann ja sein. Wir haben die Umstände. Bei dir haben wir den König der Stäbe. Leidenschaft, habe ich ja schon gesagt, Optimismus. Der König der Stäbe weiß, was er an Leidenschaften in sich hat. Vielleicht ist es eine neue Person, könnte sein. Oder es ist eben die Leidenschaft, die dir fehlt oder die du möchtest. Es sind die Umstände. Bei deinem Gegenüber drei der Stäbe. Drei der Stäbe bedeutet Lernphase, bedeutet warten, bis die Schiffe in den Hafen kommen und über den Tellerrand schauen. Das kann auch bedeuten, dass du vielleicht von deinem Gegenüber momentan getrennt bist. Dass zum Beispiel dein Gegenüber in einer anderen Stadt ist oder irgendwo lernen muss, studiert, was auch immer, oder auf Seminar, wie irgendwas in der Richtung und ihr ein bisschen aus der Ferne eine Liebesbeziehung führt. Das könnte sein. Oder er wohnt in verschiedenen Städten, ganz klar. Und da fehlt natürlich was. Und da muss man dann drüber reden. Was ist deine Hoffnung? Die Neun der Kelche, die Wunscherfüllung. Also du wünschst dir etwas, was deine Wünsche erfüllt, wo du eben auch dich angekommen siehst oder wo deine Gefühle auch wahrgenommen werden. Dazu ist es natürlich von deiner Seite wichtig, diese Gefühle eben auch zu zeigen und zu äußern. Bei deinem Gegenüber haben wir den Page der Kelche, kleine Schritte entgegenkommen. Das kann mit den Umständen zu tun haben, wenn zum Beispiel, wie gesagt, Fernbeziehung oder so, dass dein Gegenüber nicht so kann, wie er oder sie möchte. Ja, aber zeigt, ich möchte das gerne, aber ich kann jetzt nicht alle Brücken abbrechen so schnell, zum Beispiel. Ja, es kann auch bedeuten, dass dein Gegenüber eben so ein bisschen unsicher ist, was die Gefühle betrifft, dir entgegenkommt, aber erstmal wartet, wie deine Gefühle sich äußern. Was ist der Versuch oder das Hindernis? Vier der Stäbe, das ist Familie, das ist nahes Umfeld. Das kann natürlich bedeuten, dass dein nahes Umfeld ein Hindernis ist oder ja, dass du Probleme hast mit Familienmitgliedern, mit deinem Wohnbereich oder mit dem Ort, wo du wohnst, dass du da nicht wegkommst oder deinen Job. Ja, schauen wir mal, wie die Umstände oder der Versuch das Hindernis sind. Hohepriesterin, dein Gegenüber ist sehr empathisch und weiß, dass da was im Busch ist. Ja, macht sich Sorgen. Wird das nicht sagen, deswegen wahrscheinlich die Sieben der Schwerter möchte, dass die Dinge vorangehen, aber spürt, dass da irgendwas nicht richtig ist. Was tun? Zehn der Kelche, die Liebe zeigen, Gefühl zeigen, das echte innere Gefühl nach außen bringen. Ganz wichtig. Und hier König der Münzen, Sicherheit und Stabilität zeigen, also auch zeigen, dass, also dein Gegenüber soll dir zeigen, dass er oder sie zu dir steht, egal welche Schwierigkeiten da vielleicht momentan vorherrschen, welche Hindernisse überbrückt werden müssen, ja? Also sich gegenseitig eingestehen, was man möchte und wie man das realisieren kann, einen Weg zu finden, eine Lösung zu finden. Ja, du möchtest Veränderung hier und dein Gegenüber ist sich nicht sicher, was da los ist und deswegen gilt es, offen und ehrlich über die Dinge zu sprechen und natürlich Gefühle zu offenbaren. Okay, schauen wir uns mal das Gericht an, deine Energie. Was ist da los? Freude. Ja, du empfindest Freude und möchtest die Dinge, glaube ich, auf einen neuen Stand bringen. Ja, du möchtest Veränderung im positiven Bereich. Und zwar ziemlich schnell. Okay, vielleicht geht das ja auch nicht so auf Anhieb. Also nicht übertreiben hier, ja. Nicht zu schnell forcieren. Dein Gegenüber wird zustimmen. Ja, kann aber vielleicht aus Gründen nicht sofort zum Beispiel umziehen. Ja. Also bitte nicht hetzen, sondern die Zustimmung sehen, dass, wenn
Bedürfnis danach, die Klärung herbeiführen. Klare Worte von dir mit dem König. Du hast Angst. Du hast ein bisschen Angst, dass das eben nicht klappt. Das brauchst du nicht. Ich denke, dein Gegenüber weiß, was er oder sie an dir hat. Was ist die drei der Stäbe bei deinem Gegenüber? Möglichkeiten. Also da werden die Möglichkeiten abgewogen, wann, wo und wie. Du brauchst Geduld. Du brauchst auf jeden Fall Geduld. Und du sollst diese Beziehung nicht aufgeben. Das ist ganz klar, was ich hier sehe. Und wenn du Single bist, solltest du auch nicht aufgeben, jemanden zu finden. Du hast vielleicht Angst, dich zu offenbaren, deine Gefühle zu zeigen, aber nur so kannst du natürlich jemanden für dich gewinnen. Ja? Wir haben die kleinen Schritte von deinem Gegenüber. Ja, es gibt Einflüsse, beeinflussen. Ja? Die Dinge, die passieren oder die Umstände sind halt eben dahingehend für dein Gegenüber auch nicht ganz leicht. Also halte das im Hinterkopf und sei deswegen nicht gekränkt. Familie, Umfeld, negativ. Also du hast negativen Einfluss von deinen Mitmenschen oder von Leuten, die dir ja im Weg stehen oder die dich vielleicht auch versuchen zu beeinflussen. Ja, die versuchen negativ über dein Gegenüber vielleicht zu sprechen. Wir haben Neues. Also dein Pendant sozusagen, dein Gegenüber möchte die Dinge anders angehen, möchte etwas Neues, vielleicht gemeinsam in eine andere Stadt ziehen, weg von diesen Umständen im Bereich Familie, nahes Umfeld. 10 der Kelche, wiederholen und kurzfristig. Ja, dein Gegenüber braucht die Sicherheit, dass du die Liebe immer noch hast, dass die Liebe in dir wohnt sozusagen für dein Gegenüber, dass sich der Schritt lohnt, alles zum Beispiel hinter sich zu lassen, alles in die Wege zu leiten, sage ich mal. So sieht das aus für mich. Das kann natürlich von Situation zu Situation andere Umstände haben, das ist klar. Aber es geht einfach darum, dass du dein Gegenüber davon in Kenntnis setzen solltest, ganz extrem, dass die Liebe da ist und dass du den negativen Einfluss nicht gewähren lässt, sondern deinem Gegenüber die Hand reichst und sagst, komm, wir machen das, wir machen was Neues. Dein Gegenüber braucht was Neues, um loslassen zu können, beziehungsweise dir vertrauen zu können, und zwar kurzfristig. Wir haben die Nummer 42. Einfachheit. Also es geht da, denke ich, um Dinge, die geklärt werden müssen. Also ob man jetzt umziehen kann, wann, wo und wie, vielleicht sogar ins Ausland, je nachdem, was das bei dir persönlich betrifft. Das alles braucht Zeit. Du brauchst Geduld, aber du sollst dranbleiben mit den Neuen der Stäbe. Ja, wir schauen mal. Die Grundbedeutung ist im alltäglichen Tun die eigene Mitte finden, Demut. Also sich daran erfreuen, dass man so eine Beziehung hat überhaupt. Andere sind vielleicht total einsam. Die Beziehungsbotschaft. Nichts ist jetzt wichtiger, als dich deinen täglichen Aufgaben zu widmen. Lass dein Herz wissen, dass nicht alles hart und leidenschaftlich erkämpft und dein Tun nicht immer bedeutungsschwer sein muss. Wenn du deine häuslichen Alltagspflichten ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit rückst, treten Beziehungen und Freundschaft zeitweise in den Hintergrund. Das ist jetzt vollkommen in Ordnung. Mach den Abwasch, schließ ein Buch, lass dich zu einer gemeinsamen Mahlzeit nieder, schweige, hebe die Socken vom Boden auf, erzähle einen schlechten Witz, halte Händchen und lass dir Zeit zum Atmen. Deine Beziehungsarbeit besteht jetzt ganz einfach darin, präsent zu sein. Ist es nicht seltsam, dass es uns Mühe kostet, einfach nur zu sein? Sorge dich nicht, alles ist gut. Ja, jede Übertreibung wäre jetzt hier verkehrt. Ja, das forcieren zu wollen, das ist ja auch die Einfachheit. Die Einfachheit in kleinen Gesten auch. Ich denke, Sicherheit und Stabilität ist da. Ich glaube, dein Gegenüber braucht einfach nur ein bisschen Zuspruch. Ja, und du sollst dich von negativen Einflüssen in deiner nahen Umgebung ein Stück weit fernhalten und dir deine eigene Meinung bilden, beziehungsweise deinem Gefühl, deiner Intuition folgen, damit dein Gegenüber dir folgen kann. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also ich denke mal, vor jeder Übertreibung sei gewarnt, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ihr braucht beide Geduld, das Ganze, ich sag mal, in Schwung zu bringen, zu bearbeiten, im Sinne von, wir erhöhen jetzt die Beziehung und die Unsicherheit wird sich
verringern, wenn wir an den Dingen festhalten, die einfach so mit dem König der Münzen auch den Alltag herstellen, die Sicherheit aus den alltäglichen Dingen und natürlich die Demut, dass man eine solche Beziehung hat, auf die man bauen kann, die einem Freude bringt. Ja, das ist die Beurteilung von dir. Dein Gegenüber stimmt dir zu. Du hast Angst, Dinge anzusprechen, vielleicht auch in Bezug auf Familie und so weiter. Entscheide dich, wenn möglich, ja, und auch dein Gegenüber ist bereit, Alternativen zu wählen oder dir ein Stück weit entgegenzukommen und ja, möchte dich positiv beeinflussen im kleinen Rahmen, also nicht jetzt überzeugen oder so, sondern dir helfen mit dem liebevollen Page der Kelche, dass du eben den Schwung kriegst, die Dinge umzusetzen und immer wiederholen, was fühlst du? Es geht um Gefühle, diese zu zeigen. Ja? Klärung. Schnelle Energien, das ist der Ratschlag, die Beziehung schnell vertiefen. Aber auch mit alltäglichen Dingen, mit Kleinigkeiten. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das für dich passt, mein lieber Zwilling, im Monat September. Lass es uns gerne wissen und wenn du magst, gib gerne Kommentare dazu ab. Erzähl ein bisschen von dieser Situation. Ich würde mich freuen. Wir können alle immer aus den Kommentaren lernen. Das wäre schön. Aber nur, soweit du das auch möchtest. So, und wenn du da ein bisschen Hilfe und Unterstützung draus findest, würde ich mich selbstverständlich auch über ein Däumchen hoch sehr freuen. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Liebe, die ist ja da. Lebe sie, ja, zeige sie und freue dich daran. Ich denke, da ist eine großartige Entwicklung möglich. Dann wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Erfolg dabei und sag bis bald.